die Poollampen selber montieren? Alle Elemente, die in der Schwimmbeckenwand eingebaut werden, unter anderem die Lampen, werden von unseren Profis vormontiert, bevor der Pool das Werk verlässt. Letztendlich geht es aber auch bei Ihnen vor Ort. Wenn selbst in der Beckenstruktur eingegriffen wird, verliert man automatisch die Garantie auf das Becken. Wo sollen die Poollampen installiert werden? Lampen sollten auf flachen Poolwänden montiert werden. Frage bei unserer Verkaufsabteilung nach, um eine Anzahl Lampen für den gewünschten Pool festzulegen. Wir empfehlen, die Poolbeleuchtung immer so einzubauen, dass sie dich nicht blendet. Wir nennen dies eine indirekte Beleuchtung. Am besten ist es, Lampen auf der Seite zu montieren, von der aus der Pool betrachtet werden soll. Bei einer Poollänge von 7,5 Metern empfehlen wir mindestens 2 Lampen, für größere Pools mindestens 3. Die beste Lösung ist, 2 normale Lichter und ein farbiges Licht zu installieren. Wo wird der Transformator für die Lampen montiert? Der Transformator wird im Technikraum montiert. Je größer der Abstand zum Technikraum ist, desto größer sollte der Querschnitt der verwendeten Kabel sein. Wenn sich der Technikraum weit vom Pool entfernt befindet, kann für den Transformator ein spezieller Ort in der Nähe des Pools mit leichtem Zugang bestimmt werden. Zusätzliche Informationen befinden sich in der Anleitung der Lampen. Poolbeleuchtung, LED oder Halogenlampen? Die Ästhetik und das, was dir am besten gefällt, ist hier das Wichtigste. LED-Lampen verbrauchen weniger Strom, aber sie geben eher Punktlicht. Sie sind in verschiedenen Varianten, beispielsweise RGB, erhältlich und erfreuen uns mit abwechselndem Farblicht. Halogenlampen hingegen verbrauchen wiederum mehr Strom, aber sie geben einen viel breiteren Lichtstrahl. Wir empfehlen 300 Watt Halogenlampen. Muss ich das Poolwasser ablassen, um eine Birne in der Poollampe auszuwechseln? Poollampen sind so konstruiert, dass das Ablassen von Wasser nicht notwendig ist, um eine Glühbirne zu ersetzen. Alles, was du tun musst, ist den Lampeneinsatz abzuschrauben, ihn über die Wasseroberfläche zu ziehen und die Glühbirne auszutauschen. Dies ist möglich dank dem 1,5 Meter langen Kabel hinter der Lampe. Tausche die Glühbirne jedoch nicht aus, wenn du noch im Pool stehst. Wozu dient der Transformator, der Trafo? Ein Trafo ist notwendig, um die Halogen- oder die LED-Poollampen mit Strom zu versorgen. Das Gerät reduziert die Netzspannung auf einen niedrigeren Wert. Beim Stromanschluss der Lampen müssen bestimmte Sicherheitsanforderungen erfüllt werden. Zum Beispiel ein Thermoschalter, der vor Überhitzung schützt und in den meisten Fällen auch Zeitverzögerungssicherungen, die an die Eingangsspannung von 230 Volt angepasst sind.